Hey, Holger Doffelin, ein weiteres Red Dead Redemption 2 Video ist heute für euch am Start und es gibt mal wieder neue Infos zur berüchtigten PC-Version. Rockstar hat endlich mal den Trailer dazu rausgehauen, aber aus dem Trailer haben wir leider nichts Neues bekommen. Also Rockstar hat nichts zur Crossplay-Funktion gesagt, nichts darüber gesagt, ob man den Charakter von PS4 bzw. von Konsolen auf den PC übertragen kann. Nichts dazu gesagt, ob wir dieses Update, was die PC-Version erfährt im Story-Modus, auch für die Konsolen erwarten können. Rockstar hat im Prinzip nur diesen Trailer rausgehauen, der ist auch ziemlich geil, der bockt auch, hat wieder eine geile Stimmung, zeigt wieder super das Wildleben, zeigt Arthur mit ein paar coolen neuen Szenen und macht einfach wieder richtig geil diese Atmosphäre, die einem wieder in den Story-Modus zieht. Und den könnt ihr euch gleich angucken, ist auch gleich nochmal hier im Video drin. Aber man muss auch an der Stelle mal sagen, es wird langsam Zeit für Rockstar, dass sie auch mal ein bisschen was zur PC-Version sagen, zu den Details. Die wollten auf jeden Fall noch was dazu sagen. Und solche Entscheidungen, wie ob es eine Crossplay-Funktion gibt, ob man den Charakter übertragen kann oder ob diese Sachen auch für die Konsolen kommen als Update, das ist sehr, sehr wichtig als Kaufentscheidungsgrund. Und das muss eigentlich vor dem 21. Oktober passieren, weil das ist der Termin, bis zu dem ihr quasi beim Rockstar Launcher das Spiel vorbestellen könnt, um noch zwei Spiele gratis zu bekommen. Und bis dahin müssten halt eigentlich diese Informationen vorliegen. Sind sie aber immer noch nicht. Also ich hoffe mal, wir dürfen in den nächsten Wochen dann nochmal mit was rechnen. Aber bis dahin können wir zumindest den neuen Trailer genießen. Ich halte meine Klappe so lang, denn Arthur selbst hat noch ein paar neue Dialogfetzen dazu bekommen und würde mich an der Stelle auch schon wieder verabschieden. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Genießt die Show und ciao. Each to land we know, far from real open country. More and more civilization. What a damn mess we're making of things.